Hallo liebe Leute zu Hause, das ist Tobi für QuadJacks in Kooperation mit PokerStrategy.com und einer unserer Mitglieder hat es gestern beinahe geschafft, das Bracelet zu gewinnen. Knapp dran vorbeigeschrammt, Manig Loeser, herzlich willkommen. Danke. Manig, erzähl uns ein bisschen, wie es gelaufen ist gestern am Final Table. Ich glaube, du bist als Zweiter in Chips an den Final Table gekommen und ich stand auch an der Rail. Ich hatte das Gefühl, du hattest den ganzen Final Table über so ein ganz gutes Gefühl. Erzähl uns ein bisschen, wie es gelaufen ist. Ja, ich hatte ein gutes Gefühl und ich war Zweiter in Chips, aber das war ziemlich nah beieinander. Also nur der eine Chip Leader hatte sehr viele und die anderen gab viele Mid-Stacks. Mhm. Und ja, am Anfang einen kleinen Flip verloren, aber das war nicht so wichtig gegen den Kevin Sam, der Schwarzdeck war. Und dann ist Yatsuha gebastet, der andere Deutsche. Mhm. Und sechshändet habe ich dann ja, sehr gute Spots bekommen. Und die anderen haben sich, also Kevin hat ja dann Zweier gevierbettchippt in Asse. Und wenn das der raus war, schon mal gut. Und dann ja, lief es gut die ganze Zeit eigentlich. Mhm. Ich glaube, Kevin Stammen war einer der stärkeren Spieler am Final Table. Und Joe Kerda, der dich letztes Jahr, glaube ich, gebastet hat in demselben Event, ist dann auch ausgeschieden. Wie glücklich warst du darüber? Es war nicht dasselbe Event, glaube ich, aber auch sehr deep in so einem 1K. Ja, ich war sehr froh, dass die beiden raus waren. Also Joe ist auch ein sehr guter Spieler. Mhm. Generell, der Tisch war ziemlich tough. Also der Chip-Leader war wahrscheinlich noch einer der schwächeren Spieler. Mhm. Und ja, es war gut, dass dann die so gebastelt sind. Letztlich bist du dann ins Heads-Up gegangen gegen, what's the name? Beaupré. Genau, Beaupré. Genau, Casino Crime Online. Und man hatte so das Gefühl, dass du auf jeden Fall die Edge hast im Heads-Up. Auch wenn dein Gegner ein sehr erfahrener Pokerspieler ist. Was hattest du für ein Gefühl von ihm? Was hattest du für einen Eindruck von ihm? Hattest du auch das Gefühl, dass du eine Edge hattest? Ich hatte sehr wahrscheinlich eine kleine Edge, aber er ist schon sehr gut. Und ich habe ja auch gestern schon den ganzen Tag mit ihm gespielt, also Pre-Final-Table. Und er hat ein paar Sachen sind mir aufgefallen, die ich ausnutzen konnte im Heads-Up, aber ja, hat nicht sonst an. Und es ist halt, also es ist wirklich eine kleine Edge. Das heißt, wenn wir eben Chips haben, gewinnt er halt auch öfter mal. Aber trotzdem hast du ein sickes Play ausgepackt. Irgendwann, so nach ein paar Stunden Spiel, hattest du, ich glaube, Preflop gedreibettet und du hattest, glaube ich, Pocket Queens. Und der Flop kam irgendwie Ass 8-6, Rainbow. Und du hast, glaube ich, gesiebert und er hat geraced am Flop. Ja. Und du hast gecallt und der Turn war ein Jack und es ging Check, Check. Und am River kam, glaube ich, eine 8. Und dann hast du gebettet. Value Bet, warum? ja, also es war 5, 6, 7, glaube ich, das Wort. Ass 5, 6, 7. Mhm. Und Jack. Und ja, das Ding ist, dass er, wenn er den Turn nicht barrelt, denke ich, eigentlich immer einen Jack hat und er sich dann reinleveln kann, wenn ich River groß bette, dass ich ja Flush Draws auch gebastet, also ein Busted Flush Draw haben könnte, weil ich ja Ass, also es ist schwierig für mich dann Ass zu haben, also beziehungsweise das dann so zu Value betten. Mhm. Und er denkt wahrscheinlich oft, dass ich ihn einfach nur floaten will, auch out of position. Weil der hatte auch eigentlich Min-Race am Flop. Das war ein sehr kleines Race. Und ja, ich habe ihn auch schon mal, es war ein bisschen History dabei, weil vorher habe ich ihn mit Ass-4 gevierbettet und er hat mit King-Queen gecallt und dann auf 10-10-9 gefoldet, was ein bisschen komisch ist. Und da habe ich mir schon gedacht, dass er dann da auch meistens eher hat, wenn er einen Flop raced und dann geht das. Okay. Wir haben heute ein Interview mit Beaupré gehabt, heute Morgen, und er hat gesagt, wow! Sick a value bet am River da mit Pocket Queens. Ist dann so eine Aktion auch irgendwie ein Ausgangspunkt für gutes Momentum? Hat dir das dann nochmal zusätzliches Boost gegeben und Selbstvertrauen, als du gesehen hast, dass er mit schlechteren Händen callt? Definitiv. Und danach lief es ja dann auch sehr gut. Und ich hatte auch gute Hände, die ich dann getribet called hätte, wo er dann immer gefoldet hat. Und dann hatte er ja nur 30 BW, wo es dann für eine Flip reinging. Und ja, den hat er leider gewonnen und dann hat auch sehr gut weitergespielt und da war es vorbei. Ja, es war auf jeden Fall sehr knapp. Du bist, glaube ich, noch nie so nah am Bracelet dran gewesen. Und Leute, die dich so ein bisschen kennen und dich mitverfolgen, die wissen, es war einige Male schon recht knapp, ne? Bei anderen großen Events. Also hast es diesmal noch ein bisschen mehr jetzt wehgetan, dass du es nicht geschafft hast? War das also das Bracelet extra schon was, wofür du sehr gerne gekämpft hättest? Das Bracelet ist schon sehr viel wert, ja. Also für mich. Aber man kann halt nichts machen. Also ja. Ich freue mich über das Geld und es ist nicht schlecht. Siehst du das jetzt mit der gebotenen Professionalität, dass du einfach weiter grindest und dich nicht dadurch aus dem Konzept bringen lässt, dass es jetzt wieder nicht geklappt hat? Nee, aber ich lasse mich definitiv nicht aus dem Konzept bringen und vielleicht klappt es ja noch irgendwann, sehr noch viele Events. Ja, ich hoffe es auf jeden Fall und ich glaube, ihr habt auch einen ganz guten Deal gemacht, ne? Ich glaube, Final Table, du und er, ich glaube, es war ganz okay für dich. Ich bin ganz zufrieden, ja. Ja, okay. Manig Loeser, dankeschön fürs Interview und sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns noch einige Male hier. Mach's gut. Ciao, ciao. That's good.